Côte d'Azur, die blaue Küste, heißt der Landstrich zwischen Nizza und Marseille, der zu den beliebtesten Ferienregionen Europas zählt. Die dem Süden zugewandten Felshänge sind die östlichen Ausläufer der Alpen. An der sonnenverwöhnten Küste gedeihen subtropische Pflanzen, die eigentlich in weit südlicheren Breitengraden heimisch sind. Die Winter sind mild. Schon im Februar blühen die Mimosen. Während das kontinentale Frankreich noch bei frostigen Temperaturen zittert, ist in den Badeorten an der Mittelmeerküste vom Winter kaum etwas zu spüren. Nicht nur Touristen aus aller Welt, auch die Franzosen zieht es an die Côte d'Azur. Der Streifenland entlang der Küste gehört mit dem Großraum Paris zu den am dichtesten besiedelten Frankreichs. Die Stadt Cannes ist Zentrum der Côte d'Azur. Einst war Cannes nur ein kleines Fischerdorf. Heute ist Cannes Badeort mit Strandpromenade und Großstadtverkehr. Verlässt man die mondänen, überlaufenen Küstenstädte, ist man in der alten Kulturlandschaft der Provence. Die Provence, das ist ein Nebeneinander von belebten Küstenstrichen und stillem Hinterland. Von Felsrücken mit karger Vegetation, Hängen mit Olivenhainen und Mandelbäumen und blühenden, fruchtbarsten Ebenen. Der Name Provence stammt aus der Römerzeit, als das Land zwischen Alpenrand und Rhone eine Provinz Roms war. Die Stadt Avignon ist nicht nur durch seine Brücke berühmt geworden. Hinter den Stadtmauern residierten über 70 Jahre die Päpste und machten die Stadt im 14. Jahrhundert zum Zentrum der politischen Macht der Kirche. Die Nachbarstadt Arles vereint in ihrem Stadtbild Bauten vieler Epochen, die alle deutlich beeinflusst sind vom Stil des Mittelmeerraums. Der Einfluss von Spanien auf die jährliche Fiesta ist unverkennbar. Tiere, die bei der Fiesta eine wichtige Rolle spielen, verbringen den Rest des Jahres friedvoll auf ihren Weiden im Mündungsdelta der Rhone, der berühmten Camargue. Weite Gebiete der Sumpflandschaft der Camargue wurden für die Landwirtschaft trockengelegt. Die Reste des Feuchtgebiets im Rhone-Delta sind heute geschützt, um diese ganz besondere, in Westeuropa einzigartige Landschaft zu erhalten. Das Bild von Ruhe und Stille der Camargue ist trügerisch. Denn nicht weit entfernt, eigentlich in Blickweite, liegt die Hafenstadt Marseille. Marseille war schon in der Antike Knotenpunkt des Handels rund ums Mittelmeer und ist es bis heute geblieben. Es ist die Gunst der Lage an der Rhone-Mündung zusammen mit der optimalen Verkehrsanbindung, die den Hafen Marseilles zum Zentrum des Handels zwischen Nordafrika, den Mittelmeerländern und Westeuropa macht. Die Güter, die mit dem Schiff in Marseille ankommen, werden umgeladen und treten noch am gleichen Tag ihren Weg in die Handelszentren Mittel- und Nordeuropas an. Manche werden auch direkt vor Ort in den Industrien rund um die Stadt verarbeitet.